previously during the investigation. Welcome to Greenvale, Agent Francis York Morgan. You're out of your mind. The goddess won't smile for you anymore, George. Emily. Which room is Emily in? That wasn't a reverse peace mark. Red tree. Zach, I need you to pray with me. Pray that things have not gone too far. Es wird wieder eine Rückblende zu der Nacht mit diesen Militärexperimenten, diesem Gas, das in der Stadt ausgeströmt wurde. Dem Original Raincoat Killer. Moment, was steht da? Angreifen, ja, okay. Episode 6, 25, Zack Morgan. Der erste Glockenschlag. Wie war das? 13 Glockenschläge waren's, oder? Bevor das alles endete. Double Kill! Oh, schade, doch nicht. Bin ich enttäuscht. Jetzt glaube ich schon, dass der Raincoat Killer in der Nacht alle umgebracht hat, wenn die so lahmarschig sind. Drei. Muss ich irgendwas machen oder könnte ich einfach stehen bleiben? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen der Legende vom Original Raincoat Killer natürlich gerecht werden hier. Oder führen, will uns das Spiel irgendwo hinführen vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde einfach rumlaufen und alle umhauen. Glaube ich. Es könnte schon sein, wer weiß. Sieben. Ich glaube, hier geht's nicht weiter, oder? Doch. Schade, dass ich die Axt nicht werfen kann, so wie der Killer das auch immer gemacht hat bei uns. Die war die erste, die uns getroffen hat. Eigentlich verdient die einen Orden oder irgendwie sowas. Hat sich gerade falsch angefühlt, die einfach so zu töten wie alle anderen.
Die war was Besonderes. Schade. Hallo, ihr zwei. Warum bringt ihr euch eigentlich nicht gegenseitig um? War das nicht in der Nacht eigentlich so? Warum greifen alle nur mich an? Vielleicht wollen sie meinen Regenmantel. Das wird Sinn machen. Es schüttet ziemlich und alle sind irgendwie sehr leicht bekleidet. Ich bin der Einzige, der akkurat angezogen ist. Bullen Crusader, Dankeschön für die Bits. Das Glas wird wieder aufgefüllt. Sehr schön. So muss das sein. Heilgesaft. Hallo. Ja, jetzt endlich. Das war wirklich ein Double Kill. Bin ich froh, dass wir das noch geschafft haben. Die haben auch was von so Resident Evil 4 Dorfbewohnern. Ich denke mir das wirklich an vielen Stellen in dem Spiel. Ob nicht vielleicht wirklich... Ich meine, unter Videospielentwicklern zumindest wird es doch bestimmt bekannt. Ich meine, jeder kennt Swery. In Japan zumindest. Ob die nicht irgendwie wirklich ein bisschen was auch aus dem Spiel sich inspiriert haben und dann mit mehr Budget hochwertiger umgesetzt haben. Okay, jetzt haben wir's. Das ist ein Einhorn, aber ich weiß, was du meinst, Ramsey. Ich sehe es auch jetzt. Ja, das stimmt. Die musikalische Untermalung gerade war. Okay, es ist doch noch nicht vorbei. Aber jetzt läuft ein Timer. Muss ich irgendwie überleben oder muss ich... Ich muss irgendwo hinkommen eventuell. Ich habe ein Ziel. Was ist denn mein Ziel? Der Glockenturm. Da war was. Irgendwas war mit dem... Irgendwer... Wer hat die Geschichte? Wessen Vater ist das? Wer hat die Geschichte uns erzählt? Ah, verdammt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber der hat sich doch dann in den... Ah ja, natürlich. Der alte Mann im Rollstuhl. Dessen Vater spielen wir ja gerade. Der hat sich dann in den Turm geschlichen. Warum wir jetzt dahin laufen, weiß ich nicht. Aber wir schaffen das unmöglich in der Zeit. Na, mal schauen. Warum sprüht unsere Axt Funken, während sie über den Rasen gezogen wird? Das ist sehr trockener Rasen, oder? Oder sehr steiniger Boden unter dem Rasen vielleicht. Noch dazu regnet es. Okay, im nassen, matschigen Rasen wirft unsere Axt Funken. Das ist so bescheuert, dass ich deswegen absichtlich auf den Teer laufe. Okay, gut. Jetzt ist alles wieder gut. Die Wunderkerzen-Axt, ja, das kann sein. Vielleicht ist da einfach Schwarzpulver oben in der Axt und das funkelt jetzt raus. Weil sie angezündet wurde. Der ganze Stiel ist wahrscheinlich voll damit. Oh. Habe ich es nicht geschafft? Habe ich schon geschafft? Ich weiß es nicht. 13. Glockenschlag. Ermittlung gescheitert. What? Wie hätte ich das denn schaffen sollen, da so schnell hinzukommen? Wie stellen die sich das denn vor? Das ist wirklich komisch. Ich bin... Schneller kann man nicht sprinten. Oder kriege ich Zeit, wenn ich Leute töte? Kriege ich Zeit, wenn ich Leute töte? Ist das das Geheimnis? Nein, wir brauchen kein, was bisher geschah. Sag mir nicht, dass wir die ganze... Oh Gott. Das ist jetzt schon ein bisschen übel. Over there. Ja, ja. Jetzt müssen wir das alles nochmal machen. Wow, okay, ich weiß, dass ich jetzt gleich Richtung Glockenturm laufe. Wir müssen irgendwo diesen Glockenturm ausfindig machen.
aber ich habe leider echt keine Ahnung, wo der war. Ah, der wird mir jetzt schon angezeigt. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und ich kann da jetzt noch gar nicht hin, oder? Kann ich auf eine Karte gucken? Nee. Ich werde mal versuchen, ob wir vielleicht gleich irgendwie Richtung Marker kommen. Das wäre cool. Puh, das war knapp. Oh Mann. Irgendwie ist ja alles zu. Ich glaube wirklich, das geht noch gar nicht. Keine Ahnung. Okay, was ist passiert? Warum ist man selbst der Raincoat-Killer? Oh. Das ist eine Rückblende. Das ist der Original-Raincoat-Killer, den wir jetzt hier spielen quasi. Und... Aber warum? Das weiß ich auch nicht. Was hast du denn als letztes mitbekommen? Wo bist du denn raus aus dem Stream? Da kann ich währenddessen, während wir hier spielen, kann ich das nochmal schnell zusammenfassen. Das ist eh gerade ein guter Moment dafür. Für eine Zusammenfassung. Also, nachdem wir George, ich fange mal da an, nachdem wir George besiegt hatten, der sich ja als Mörder herausgestellt hat und ihn der Blitz getroffen hat, sind wir ohnmächtig geworden. Sind im Krankenhaus aufgewacht und da war Usher schon neben uns. Und wir haben Usher gefragt, hey Usher, wo ist denn Emily, in welchem Zimmer ist denn die? Und dann hat der gesagt, die ist überhaupt nicht eingeliefert worden. Von was redest du? Und dann haben wir gesagt, oh shit. Und dann ist uns klar geworden, dass Cason sie überhaupt nie gebracht hat ins Krankenhaus. Und dann sind wir in Georges altes Haus gegangen. Und dann haben wir festgestellt, dass Cason George kannte. Die waren befreundet. Und, ich weiß nicht, leider nicht, wo wir hin müssen. Und die Mutter von George wurde ermordet. Also war tot und zugewuchert mit roten Baum. Ja, mit roten Ästen im Grunde. Ein Baum ist aus ihren Augenhöhlen gewachsen, so kleine Bäumchen. Und dann wurde uns klar, dass Cason seltsame... Er hat ja mal gesagt, es gibt eine geheime Methode, wie man diese Samen zum Wachsen bringt. Aber er verrät die nicht, das ist sein Geheimnis. Jetzt wissen wir, wie. Und dann haben wir eine Nachricht von Cason gefunden in Georges Keller. Und da hieß es, wir sollen zum Theater kommen. Dort finden wir sie. Und dann waren wir plötzlich der Original-Raincoat-Killer. Und müssen jetzt schnell zum Kirchturm, weil beim letzten Mal wusste ich nicht, dass wir irgendein Ziel haben, geschweige denn ein Zeitlimit. Ich dachte, wir müssen einfach ein bisschen rumlaufen und Leute verhauen, bis die Uhr 12-mal schlägt. Aber jetzt weiß ich's. Und diesmal schaffen wir es ziemlich sicher. Genau, das ist passiert seitdem. Also jetzt müssen wir es fast schaffen, weil sehr viel schneller kann man den Weg, glaube ich, gar nicht mehr zurücklegen, oder? Am Anfang, aber dann wäre es schon eine Rennmission hier. Wenn das nicht reicht jetzt. Und dann ist uns auch eingefallen, dass von Anfang an der Kaffee die Initialen von Forrest Dixie, wie heißt er mit Nachnamen, dem Baumverkäufer uns gezeigt hat. Cason, genau. Wie die alle laufen. Sehr schön. So, das ist gut. Das ist gut. Jetzt beginnt gerade mal das Zeitlimit und wir sind quasi schon da. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich lasse euch einfach stehen, weil... Na, genau deswegen. Die versuchen nicht mal, mich zu verfolgen. Ja, doch, sie versuchen es. Aber sie haben so kurze kleine Beinchen. Das sieht zumindest so aus. Da. Komm einfach nicht hinterher.
Kaigan, danke fürs Followen. Schön, dass du hier bist. Kaysen? Aber wie ist das möglich? Selbst wenn das Spiel in den 2000ern spielt, ist es über 60 Jahre her. Dafür sah Kaysen noch echt gut aus. Und jetzt stehen wir genau hier, wie damals der Original Raincoat Killer. Und da sind alle Bewohner der Stadt auch wirklich wahnsinnig jetzt, oder wie? Ist das echt? Daddy, Mommy and Grandpa. Und weiß aber nicht, ob das echt ist. It's okay. Wahrscheinlich ist es echt. Die drehen jetzt genauso durch wie damals. Warum jetzt? Warum heute? Man weiß es nicht. Wegen Kaysen wahrscheinlich. Zack, the situation has gone way out of control. We need to get inside the theater. Aber nochmal die Frage, sollten die sich nicht gegenseitig umbringen? So wurde mir die Geschichte zumindest erzählt. Von dem alten Kerl im Rollstuhl, der es noch live erlebt hat damals. Naja. Zack, they're currently being controlled by an unknown force. Let's try not to hurt them if we can. Ich versuch's. Das war leicht. Puh. Beinahe hätte ich sie alle umgebracht. Das war knapp. Ah ja, okay. Wir sind wieder in unserem Zimmer. Ich glaube, wir könnten uns jetzt zum Abschluss die Magnum kaufen. Das wäre schon cool. Dann würde ich das alte Maschinengewehr mal einmotten. Das alte hat noch genug Munition, glaube ich. Dann kaufen wir mal bei Panda Bear ein. Der ist zwar gerade ein Zombie, aber der hat bestimmt nichts dagegen. Ich lasse ihm das Geld einfach auf dem Tresen liegen. Also in den Koffer. Ich weiß nicht genau, wie sein Laden funktioniert. Aber kaufen wir die Magnum. Yeah! Super strong. Die stärkste Waffe im Spiel. Glaube ich zumindest. Wahrscheinlich. Wollen wir noch Munition kaufen? Ich glaube, ich habe Munition, oder? Oh, anscheinend kaufe ich doch Munition. Das war gar keine Absicht. So, jetzt muss ich aber nochmal schnell in den Kasten und schauen, ob wir eben Magnum-Munition in unserem Kasten gespeichert haben. Ach nö, habe ich gar nicht. Dann sollte ich vielleicht doch nochmal schnell zu Panda Bear gehen und noch ein paar kaufen. Ah, haben schon das Maximum, perfekt. So, dann essen wir noch einen Happen, machen kurz einen Powernap und dann geht's los. Wollen wir uns noch ein letztes Mal umziehen? Jetzt hätte ich gerne einen neuen Anzug, einen Finalanzug, aber leider... Wisst ihr was? Wir ziehen den Standardanzug wieder an fürs Finale. Den hatten wir nicht mehr an seit Anfang des Spiels. Dann haben wir ihn reinigen lassen und seitdem liegt er im Koffer. Das ist doch super. Jetzt kurz powernappen. Wir müssen ja fit sein. Leichter Schlaf. Cool. Und jetzt mampfen wir noch ein bisschen was. Essen wir ein paar von Thomas Keksen. Thomas war ein netter Kerl. Der konnte auch nichts dafür. Der hat auch nie jemandem was getan, glaube ich. Bis er mich dann entführt hat und Emily erschießen wollte. Aber davor war der echt ein netter Kerl eigentlich. Deswegen esse ich jetzt 3 Zwiebeln. Und ein Ei. Das Frühstück für Champions. 3 Zwiebeln und ein Ei. Jetzt kann's losgehen. Der Mundgeruch und die Pupse werden ihn umhauen. There is no turning back. You still want to enter? Ich glaube, ich will vorher speichern eigentlich. Ich,
Nein, ich komme mit. In Ordnung, fahren Sie los. Wer hat denn das übersetzt? Nein, ich komme mit. Weil ich vorher noch speichern muss. Aber danach fahren wir los. Open this door. Ja, ja. Fahren wir los. Very well. Off you go, Mr. Wer redet da eigentlich mit mir? Gandalf oder wie? Ich hatte noch nie so eine Stimme in meinem Kopf. Naja. And finally you arrive, York. George is dead. You've got nowhere left to run. George! Oh, right, George! He was a funny one. I gave him a toy locket, and he was so impressed. So moved. But he wasn't very intelligent. He was born in this town, you see, and it took him too long to discover the Red Sea. Binding down people's rules is a sign of small-mindedness, and that was what George represented in life. I'm taking Emily. Oh, but I can't allow that now, can I? York, you left her to me, in my care, remember? I told you to come with us, didn't I? Must remember that. But you didn't come. You chose your job over the woman that you love. Casey, this chit-chat is over. Over? Indeed it is. My fun with Emily ended just a moment ago. It was a fantastic moment. Like eating a full-course dinner that ends with the ultimate dessert. I fed her a fake story about my past, and she took in every word. Cut out your nonsense. I told you, no more talk. There you go, York. That's right. Feel the hate boiling from the bottom of your stomach. That's what makes little men create such great and amazing history. Just like tiny ants that make giant ant hills. You know, I just had dessert, and yet I'm already hungry again. No wonder why I keep failing at keeping a diet. Kaysen, stop! The next one will pierce you between your eyes. York! Emily, it's me. I'm here. Don't worry. Everything will be fine now. York? Is that you? Oh, God. York, I... Emily, no! That isn't me! York. York. Emily! It's okay, Emily. Hurry, come over here. We need to get you to the hospital. I can't. I can't go to you. I've been soiled. No, that's not true. You have a heart that can't be soiled. No matter what happens to your body, you are still yourself. York, I... Hi.
didn't I tell you? Getting these saplings to sprout requires a certain technique. What do you think? Artistic, isn't it? It's like a surrealistic painting. York, shoot me. Emily? Let me die. Please. York. Richtig krass. What should I do? Allein wegen dem Ende ist mir das Spiel echt im Gedächtnis geblieben, weil das ist so abgefuckt. Let her go! Remove that sapling from her body, Kaysen. Xander, it's too late. Once it's like this, I can't do anything to stop it. Please, darling, shoot me. I'd rather die. If you love me, let me die. Times we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. Yes, I couldn't do it. However, you can. When the time comes and you have to make that decision, make the right one. Okay, Zach? I saw you, Zach. Hey, Zach. It's okay. I'm here. I'm with you. I'll be with you always. We can get through this together. Who are you? My name is York. Me and you will always be together. Okay, Zach? I'm you, and you are me. Now, give me your hand. I remember. I traded places with York. York, the other me. My other personality.
Please shoot. York, what should I do? Tell me what to do, York. Zack, you have to decide for yourself what you must do. I'll be with you no matter what you decide. Don't worry. Wollen wir nicht trotzdem Kaysen erschießen? Ich erschieße Kaysen. Wir erschießen Kaysen. Unser Vater meinte, wir sollen... Nein. You don't deserve to live. I don't deserve to live. Well, unfortunately, I've always been more than human. I'm a messenger of the Red Tree, a citizen from the Red World. That's enough, Kaysen. Zack, you made the wrong choice. Damn it, ich hab's gewusst. But don't give up. Think carefully. Okay. Father's words will guide us. Ich weiß schon. Ich weiß, was ich tun muss. Ich will's nur nicht machen. Now again, focus on reality, Zack. Okay. Ich beginne von vorne. Zack, please, please shoot. Kill me. York, what should I do? Tell me what to do, York. Zack, you have to decide for yourself what you must do. I'll be with you no matter what you decide. Don't worry. There are some things in this world that must be extracted, no matter what. Even if that means losing someone that you love. I can't do it. I can't kill Emily. I'm sorry, Zack. Stop. Emily! Ladies and gentlemen, and now the grand finale. Emily, what have you done? Zack, I wasn't used as soil at all. You're beautiful. Most beautiful person I've ever seen. Thank you, Zack. I wanted to be with you. Thank you.
Emily, no. You aren't supposed to go over there. That's not the way. Come back, Emily. York and Zack. Finally, I understand. You two really are best friends. I'm a little jealous. Hey, stand up, Zack. It's up to you now. Emily, I finally got to meet you face to face. But you had to go with York, didn't you? He always gets the girl. He's a good guy. You see that too, right? He kept talking to me. And ended up pulling me back out of that room. I'm sure he'll make you very happy. Huh?